Hier kommt Moss. Moss musste lange, lange Zeit beim Galgero dafür herhalten, Welpen zu produzieren. Und Moss kennt es nicht. Sie lernt es langsam kennen, dass Menschen auch gut zu ihr sind, dass sie sie streicheln, dass Berührungen angenehm sein können und dass die Welt doch gar nicht so gruselig ist, wie sie sie bisher erfahren hat. Moss braucht in neuen, unbekannten Situationen etwas Zeit. Sie ist nicht panisch, aber durchaus vorsichtig. Und wenn man ihr Zeit gibt, behutsam mit ihr umgeht und sie liebevoll an die neue Welt heranführt, dann wird sie auch mehr und mehr auftauen. Hier im Refugio sind leider einfach die Möglichkeiten sehr begrenzt, die Ängste dieser Hunde abzubauen und sie an Situationen heranzuführen, weil natürlich zum einen die Kapazität begrenzt ist und zum anderen auch die Situationen, die hier geboten werden, begrenzt sind. Deshalb ist es für Hunde wie Moss wirklich wichtig, dass sie ein Zuhause finden, ein Zuhause, das Verständnis für sie hat und das ihnen liebevoll und behutsam die Welt zeigt, damit Moss mehr und mehr aus ihrem alten Leben aussteigen kann und in ihr neues, wunderschönes Leben einsteigen kann. Moss ist schon etwas älter, sie ist aktuell 9 Jahre alt, aus meiner Sicht ja ein super Alter, denn dadurch natürlich schon ruhiger, gesetzter, entspannter als Hunde, die vielleicht noch ein ganzes Stück jünger sind. Mit den Zwingergenossen ist Moss super freundlich und sie geben ihr vor allem auch Sicherheit. Deshalb wäre es auch im neuen Zuhause ganz, ganz schön für sie, wenn dort bereits ein oder mehrere Hunde sind, an denen sie sich orientieren kann. Das hat ihr hier sehr geholfen. Man sieht mit den Pflegerinnen und auch mit den Pflegern ist sie jetzt hier inzwischen sehr entspannt. Alles Neue, da verfürchtet sie sich ein bisschen. Da braucht sie Unterstützung ihrer neuen Familie.